Der Gegenstand G wird durch die Objektivlinse auf das Zwischenbild BZ abgebildet. BZ ist ein reelles, vergrößertes und seitenverkehrtes Bild des Gegenstandes. Durch das Okular, das wie eine Lupe wirkt, wird das Zwischenbild, das sich innerhalb der Brennweite F2 befindet, nochmal vergrößert, sodass das virtuelle Bild B entsteht. Zur Konstruktion der Bilder BZ und B werden Parallelstrahlen, die zu Brennstrahlen werden, und Mittelpunktstrahlen verwendet. Durch die Vergrößerung der Tubuslänge, also dem Abstand zwischen den inneren Brennpunkten F1 und F2, wird das Bild vergrößert.